Herzlich willkommen zu einer neuen Katzenvermittlung bei uns aus dem Tierheim. Heute spielt das Wetter auch mit und wir müssen nicht im Lichthof des Katzenhauses drehen, sondern draußen. Und beginnen werden wir mit dem Nucki. Der Nucki ist am 1.4.2017 geboren, also knapp 7 Jahre alt, ein britisch Kurzhaar und seit Januar bei uns im Tierheim. Ja, den Nucki werden einige kennen, den hatte ich vor einigen Tagen bei Facebook gepostet. Da hatte mir die Patin tolle Bilder geschickt. Ich dachte, da musst du unbedingt was zu schreiben. Der Nucki ist nicht nur ein ganz, ganz großes Sorgenkind, es ist auch ein ganz, ganz toller Kater. Der war, das hatte mich so überrascht, wie wir die Aufnahmen gemacht haben. Das ist so ein Exzessschmuser, das muss man wirklich so sagen. Der ist einfach toll. Ja. Das hast du aber noch gar nicht gesagt, warum es ein Sorgenkind ist. Was sagst du jetzt? Denn der Nucki hat wirklich ein starkes Herzproblem. Er bekommt derzeit 2 Medikamente. Und am Tag, ja, und er sollte tatsächlich auch zur Kontrolle 3-mal im Jahr zu einem Herzspezialisten. Ne? Es reicht die Wohnung mit Balkon. Mhm. Der Nucki ist eine absolute Einzelkatze. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, ne, verschmust, anhänglich, lieb, ja, ein echter Kuschelbär. Ne? Ist der, ja. Absolut. Ja, ja. Der genießt auch die Zeit mit seinem Menschen von der ersten bis zur letzten Minute. Also wie wir reinkamen, er so, na, der ist manchmal so ein bisschen vorsichtig anfangs. Ich kam rein und er war da und ich will jetzt kuscheln. Du kannst mich am Bauch, du kannst mich überall, Hauptsache du bist für mich da und kuschelst mit mir. Ja, er wünscht sich wirklich ein ruhiges Zuhause mit viel Aufmerksamkeit für ihn. Es sollten keine kleinen Kinder im Haushalt sein, weil so Trubel, das möchte er eben nicht. So ein auch erfahrener Halter. Genau. Gerade weil eben auch die gesundheitlichen Probleme, das wäre schon schön, wenn es katzenerfahrene Halter sind. Genau, ne? Mit wenig Stress und Trubel, denn aufgrund seiner Herzproblematik hat er vermutlich nur eine geringe Lebenserwartung und also auch die anstehende Zahn-OP kann derzeit eben nicht durchgeführt werden, da das Narkoserisiko einfach zu hoch für ihn wäre. Durch die Herzprobleme. Ja, ja, ja. Dennoch hoffen wir natürlich trotzdem, dass der Nucki möglichst schnell ein neues Zuhause findet, auch wenn da eventuell natürlich nicht eventuell Kosten auf euch zukommen. Aber wer den kennenlernt, den Nucki, er ist nicht nur bildhübsch, mit seiner selten braunen, dunkelbraunen Farbe, das ist einfach ein toller Kater. Also, wir kennen ihn ja nun auch, das liegt uns auch sehr am Herzen. Deswegen haben wir ihn auch gleich als erstes gebracht. Britisch Kurzhaar Nucki. Wer den kennenlernt, verliebt sich sowieso in ihn. Nucki. Schwarz mit weißen Abzeichnungen ist die Kami. Die Kami ist 1 Jahr alt und seit Dezember bei uns im Tierheim war eine Fundkatze. Die möchte uneingeschränkten Freilauf und das als Einzelkatze. Ja, also deswegen, da braucht man schon eine Katzenklappe, dass sie selber entscheiden kann, wann es rausgeht. Ne? Artgenossen braucht sie tatsächlich nicht. Sie ist, ich würde mal sagen, so frech, quirlig, lebenslustig. Aber die hat bereits ihre Erfahrungen gemacht in ihrem kurzen Leben. Und sie weiß genau, wie sie sich durchsetzen kann. Das ist vielleicht das schön ausgedrückt, genau. Also ich würde sagen, ihr Vertrauen, das muss man sich erarbeiten. Ja. Sehr charakterstarke junge Dame. Ja, also sie ist eben nicht böse, ne, sondern sie ist erstmal so ein bisschen distanziert und wartet ab. Dann wird sie immer freundlicher und niedlicher, wenn sie dir vertraut. Aber wie gesagt, sie entscheidet schon. Ne?
So, das ist halt wichtig zu wissen. Sofern Kinder im Haus sind, sollten die Katzenerfahrung mitbringen. So ab 12 Jahren ist durchaus okay. Aber eben, es ist keine Anfängerkatze. Die sollten schon tatsächlich Katzenerfahrung haben. Ja, Hunde sollten auch nicht im neuen Zuhause sein. Nein, nein. Also. Du hast es vorhin schon gesagt, das ist ein tolles Mädchen. Aber das Herz von ihr muss man wirklich erobern. Ja, genau. Ne? Und sie möchte da auch die Einzelprinzessin sein. Kami, die charakterstarke junge Dame, wartet bei uns im Tierheim vielleicht auf dich. Jetzt kommen wir zu den Katzen, die aufgrund der letzten bzw. einer der letzten Katzenvermittlungen ein neues Zuhause gefunden haben. Und ich vermute mal, das dürfte diesen Monat ein Rekord sein, weil wir so viele Katzen vermittelt haben. Ja, Silke, dann fang mal an. Ich lege mich ein bisschen hin. Genau. Nein, wir freuen uns total. Also als erstes wurde die freundliche Phoebe vermittelt. Und Scottina, unser Sorgenkind, wurde aufgrund der Katzenvermittlung von ihren alten Haltern wiedererkannt und bei uns abgeholt. Die lustigen Jungkatzen Kuru und Izzy haben getrennt voneinander ein tolles Zuhause gefunden. Und für Camilla gibt es bereits Interessenten. Aber auch die scheuen Jungkatzen Gabriel, Gianno und Goofy sind bereits ausgezogen. Außerdem, ich bin noch nicht fertig, noch lange nicht. außerdem sind die vier Brüder Piano, Pierre, Pius und Puck ausgezogen. Die zurückhaltende Julina, der große junge Balu, die hübsche Gemonia und das Jungkatzenpärchen Alma und Benja. Die habt ihr alle im Dezember 23, Januar 24 gesehen. Und ihre Menschen gefunden haben die anhängliche Katja mit ihrer Freundin Kaya. Die habt ihr im Oktober, November gesehen. Wir drücken allen ganz kräftig die Daumen für ganz viele schöne gemeinsame Jahre. Das war wirklich reichlich, muss ich ja wirklich sagen. Aber toll, super. Ich habe aber auch noch ein paar Katzen, das ist nicht mehr viel. 4 Stück an der Zahl, die aufgrund der letzten Katzenvermittlung noch auf ein neues Zuhause warten, und zwar die lustigen Jungs Vasa und Tazio, die süße Leonella und der pfiffige Kassian. Die 4 warten noch auf ein neues Zuhause. Daher schaut euch bitte die Katzenvermittlung vom Vormonat nochmal an. So, jetzt kommt die Dörte. Die Dörte ist 9 Jahre alt, grau getigert mit roten Abzeichnungen und seit September bei uns im Tierheim. Eine Einzelkatze, die auch freilaufen möchte. Genau. Und Dörte ist eigentlich schon eine freundliche und offene Katze, wenn sie einen kennt. Ansonsten ist sie dann doch etwas eigensinnig und geht auch erstmal auf Distanz. Also sie braucht schon eine längere Eingewöhnungszeit. Man muss ihr Zeit lassen, bei euch anzukommen, dann ist sie auch kuschelig und lässt sich auch streicheln, aber da muss man wirklich einiges an Zeit lassen. Genau. Ne? Also und sie sagt dann ja auch und zeigt ja dann auch, wenn es ihr reicht. Ja, genau. Nee, bei euch hat sie sich dann auch eher mal zurückgezogen, hat gesagt, nee, was wollen denn hier die Männer mit der Kamera und so. Und nee, das gefällt mir heute hier nicht. Man kann sie halt auch wirklich gut lesen. Ne? Also sie sagt einem dann Bescheid, aber wie gesagt, bei Vertrauen kann die ganz bezaubernd sein. Und sie weiß natürlich auch, dass sie ein hübsches Mädchen ist. Das ist ein hübsches Mädchen. Also, wir denken so, katzenerfahrene Jugendliche werden okay. Ja. Es gibt ja so ein bisschen was zur Gesundheit noch zu sagen. Genau, also Dörte hatte bei uns eine Zahnsanierung, das hat sie gut überstanden. Sie hat leider, mussten wir dann feststellen, dass sie Harnsteine hat. Deswegen bekommt sie zurzeit halt ein Spezialfutter. Aber auch das isst sie gerne. Ne? Und es ist halt ein hübsches Mädchen. Tolles, hast du vorhin gesagt. Tolles auch. Hübsches, tolles Mädchen, hast du vorhin gesagt. Genau. Ist es. Mit
ja, reichlich Selbstbewusstsein. Ja, genau. Die sagt dann schon. Nee, jetzt nicht. Vielleicht ja für euch. Die Dörte kennenlernen bei uns hier im Tierheim. Mit einer Seniorin geht es jetzt weiter. Und zwar mit der Lissi. Die Lissi ist 14 Jahre alt, also 2010 geboren, Schildpatt. Und seit Oktober bei uns im Tierheim. Sie ist eine Wohnungskatze und auch eine Einzelkatze. Und sie ist eine Seele von Katze. Die ist, auch die war sensationell. Hatte auch mit einem Auge eigentlich alles kein Problem. Auch sie war extrem kuschelig. Und sie mochte die Snacks ausgesprochen gerne. Da wusste man dann nicht mehr, will ich jetzt kuscheln oder will ich die Snacks? Am besten beides. Ach, ich fühle mich jetzt einfach wohl. Die war toll. Ja. Die war auch vor der Kamera sensationell. Ja, und sie ist halt wirklich, also die ist lieb, verschmust, anhänglich. Eigentlich nur bezaubernd. Ne? Offen fehlt noch. Ja, auch das. Aufgeschlossen für allen Menschen. Und sie ist noch voller Lebensfreude. Genau, denn sie hat aufgrund einer Augenerkrankung, musste ihr eines Auge entfernt werden. Sie hat eine Schilddrüsenüberfunktion, das heißt, sie bekommt zweimal täglich eine Tablette. Und sie hat jetzt auch schon eine beginnende Nierenschwäche. Ja, also grundsätzlich bekommt sie bei uns Spezialfutter, aber das frisst sie gerne. Mag sie auch gerne, ne? Genau. Kenne ich von meinen Katzen, bei meinen war es auch kein Problem. Ja. Aber all das und auch so diese altersbedingten Zipperlein, ne, die steckt die so schön weg und die geht so offen und neugierig durchs Leben. Ne? Die ist so eine richtige Frohnatur. Wir denken, so ältere, katzenerfahrene Kinder wären okay? Ja. Ja, und sie sucht jetzt halt ihre Menschen, wo sie noch uralt werden darf. Ne? Und ich glaube, das möchte sie auch. Und die möchte einfach noch ganz viel Liebe bekommen. Und die ist toll. Auch die Lissi gehört zu den Katzen, wo ich sage, ja, die ist 14 Jahre alt. Ja, da kommen auch ein bisschen Kosten durch die Tabletten, durch die Nierenschwäche, durch das Spezialfutter auf euch zu. Aber dafür ist es wirklich, ihr werdet an Liebe reichlich zurückbekommen. Lissi. Traum von Katze ist das. Die war toll. Die ist toll. Ich fand die toll. Ich fand die auch toll. Die beiden nächsten Katzen, die wir euch ans Herz legen wollen, die gibt es nur im Doppelpack. Und zwar ist das der Gabriel. Der Gabriel ist 5 Jahre alt, schwarz-weiß. Und der Hajo, der ist 2 Jahre alt und schwarz. Das sind beides Fundkatzen, die im Oktober bzw. Dezember zu uns ins Tierheim kamen. Mhm. Genau, und die beiden Kater sind halt ehemalige Straßenkater. Und die haben halt so durch die Raufereien, die sie draußen auch erlebt haben, sich mit dem FIV-Virus infiziert. Und das ist aber noch nicht ausgebrochen, aber sie sind halt Träger. Und sollten deswegen halt jetzt auch nur noch in eine Wohnung mit Balkon vermittelt werden. Und das zusammen, wo wir beide zusammen vermitteln, da immer wieder die Frage kommt, ist FIV, also Katzen-Aids, in irgendeiner Art und Weise gefährlich für Menschen? Nein. Nein, ne? Genau, ist halt, wie gesagt, eine Viruserkrankung und die schwächt natürlich auch das Immunsystem bei den Tieren. Und der Gabriel, der ist wirklich schon zutraulicher geworden. Ne? Die waren auch ja am Anfang doch beide sehr skeptisch zu uns. Aber der ist halt, gerade wenn es ums Essen geht, dann kann man ihn hinter dem letzten Sofa vorlocken. Und der genießt inzwischen auch schon wirklich diese Schmuseeinheiten. Ja, ne? Weil er eben so verfressen und beschäftigt ist, hat das auch gut geklappt. Die Kombination perfekt. Ja. Das war beim Hajo hat es nicht so geklappt. Nee, denn der Hajo ist halt wirklich immer noch sehr überfordert bei uns im Tierheim. Der zieht sich wirklich noch so zurück, sucht aber schon den Kontakt zu den Artgenossen. Ne? Das kennt er halt auch. Und da haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass die beiden Jungs sich so gut verstehen. Und da denken wir einfach auch, dass der Hajo ganz viel von dem Gabriel lernen wird. Der Gabriel gibt ihm Sicherheit. Ne? Genau. Das ist halt
Ne? So wurde so aus dieser Zwangsgemeinschaft ein tolles Duo. Genau, ja. Ne? Ja, und jetzt suchen wir halt wirklich erfahrene Halter, die eben auch Zeit und Geduld mit den beiden Jungs haben, aber ihnen auch einen gewissen Freiraum geben, ne? Also nicht zu viel verlangen, gerade am Anfang. Und auch katzenerfahrene Jugendliche wären durchaus okay. Ne? Den muss man auf jeden Fall, also gerade jetzt dem Hajo, den muss man auch Zeit lassen, zu Hause anzukommen. Das ist eben keine Katze, die sofort auf den Schoß, die sind zu Hause, dadurch, dass es ja nur Wohnung mit Balkon erforderlich ist, einfach mal abwarten. Ich schätze, die werden beide der, dadurch, dass der Gabriel so bestätigt ist, da wird sich der Hajo auch was abgucken. Ja, sehe ich nicht unbedingt als Problem. Das sind zwei tolle Kerle, die was erleben wollen, sind ja nur noch beide relativ jung. Aber erst über ihren eigenen Schatten springen müssen. Genau. Ja. Dann klappt das auch. Mhm. Das ist voll mein Beuteschema, diese großen, stattlichen Jungs mit ihren dicken Böcken. Gabriel und Hajo warten bei uns vielleicht ja auf euch. Im Dezember hat die Nicole mit ihren Katzen Natsu und Ace am Gewinnspiel teilgenommen und hat Katzenfutter im Wert von 100 Euro gewonnen. Die hat uns tolle Fotos geschickt, als der Gewinn dann zu Hause ankam. Und sie schreibt, huhu, wir wollten uns für das tolle Paket bedanken. Wir bedanken, danke für die tollen Fotos, die du uns geschickt hast. Und während ihr gewinnt diesen Monat, so tolle Bilder möchten wir gerne auch haben. Denn Katzenfutter im Wert von 100 Euro wartet auf euch, dank unseres Sponsors Animonda und reichlich Einsendungen. Du fängst an. Genau, ich starte mal. Ne? Und zwar in der Wedemark. Dort wohnen Martin und die Schnurkatzen Toulouse und Banzinger. Weiter geht's mit Freigängerkater Murphy, der in Hannover gern auf Mäusejagdfang geht. Monika und die Katzen Serena, Mini, Dicky, Krawalli und Mickey schauen auch aus Hannover zu. Liebe Grüße aus Pattensen senden Marco und Lara mit den Katzen Santa und Santa Barbara. Und aus dem schönen Oberbayern nimmt Nicole auch noch mal, ihr könnt nämlich mitmachen, so oft wie ihr wollt, mit den beiden Katzen Natsu und Ace teil. Die frechen und verspielten jungen Kater Ernie und Bert, Bert allerdings mit D hinten, wohnen mit Philipp und Alessa in Garbsen. Und extra neue Fotos haben Fräulein Smiller und Frauchen Bärbel in Hannover geknipst. Und ich habe noch eine Einsendung aus Nordrhein-Westfalen, und zwar aus Witten. Da schauen Julia und die beiden Stubentiger Ska und Hika zu. Und sehr über den Gewinn freuen würden sich in Hannover Doris und Ralf mit den Katzen Kitty, Otto und Lordi. So, sehr gemischt. Ich, wie immer die Regeln, möglichst viele schöne, tolle Bilder, auf denen natürlich auch mindestens auf einem Foto ihr sein solltet, senden an gewinnspiel@tierheim-hannover.de. Ein bisschen Infos zu euch und den Katzen. Bitte euren Namen, Adresse nicht vergessen, sofern ihr gewinnt, dass sich Animonda dann auch mit euch in Verbindung setzen kann. Telefonnummer ist natürlich auch wichtig und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil. So, ich nehme hier mal. Da haben wir den oder die Gewinner. Gewonnen haben Doris und Ralf mit den Katzen Kitty, Otto und Lordi aus Hannover. Sensationelle Bilder, das sind wirklich schöne Bilder. Ich gucke hier am TV, weil. Weil ihr die Kleinen so wunderbar beschreibt und zu den tollen Aufnahmen auch so interessant von ihren Charakteren erzählt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und Animonda setzt sich mit dir, Doris in Verbindung und Ralf in Verbindung, damit das Katzenfutter auf deine, eure Katzen Kitty, Otto und Lordi abgestimmt wird, und wir freuen uns dann auch über einige Fotos von euch in der Qualität, bitte. Daumen sind gedrückt. So, schon wieder bei den letzten Katzen angelangt. Und zwar bei dem Patrick, bei der Pamina und bei der Lori. Der Patrick ist 2020 geboren, rot.
die Pamina 2021 cremefarben und die Lori ebenfalls 2021 weiß. Exotic Longhair, ein oder andere sagt, die habe ich doch jetzt erst vor einiger Zeit gesehen. Richtig, die habt ihr im August, September letzten Jahres bei der Katzenvermittlung schon mal gesehen. Da waren aber die Aufnahmen noch in der Katzenquarantäne. Das war nicht prall, wir waren auch mit den Aufnahmen nicht wirklich zufrieden. Jetzt da ist es ja schwierig zu filmen. Ne? Und, ja, das, ja. Und jetzt haben wir, ihr werdet es gleich sehen, wir haben tolle Aufnahmen von den dreien. Mhm. Die waren ursprünglich ja schon bei uns im Tierheim, wurden dann vermittelt, kamen aus der Sicherstellung und dann sind sie vermittelt worden Anfang des Jahres. Und die kamen aus einer kurzen Vermittlung wieder zurück wegen Allergie des Kindes. Ja. Die drei gibt es nur zusammen. Genau. Lass ich dich mal was sagen. Und das ist wirklich ein harmonisches und tolles Trio. Und die warten eigentlich schon viel zu lange bei uns. Ne? Wir waren echt froh, auch Mensch, toll, endlich. Ja, und jetzt sind sie eben doch wieder bei uns. Aber deswegen wollen wir sie jetzt noch mal ins richtige Licht setzen. Und ja, und deswegen, dass ihr so auch euch noch mal anguckt. Ne? Da reicht natürlich, auch na, natürlich nicht, aber es reicht die Wohnung mit Balkon. Ja. Wäre absolut toll, das werden sie auch genießen, die drei. Ja. Die es ja nur zusammen, alle drei zusammen gibt. Die sind lieb, die sind ruhig, die sind sanftmütig, anhänglich, einfach zuckersüß. Ja. Charakterlich tolle Katzen. Total. Ganz ausgeglichene Katzen. Und die aber auch sehr, sehr viel schmusen wollen. Ja, zwei vor allen Dingen. Ja. Also, der Patrick, der ist ja der extreme Kuschelbär. Der auf dem Rücken ist ja und Bauch, ich schmeiß Kaul mich hin. Und ihr seht es ja jetzt auch gerade, auf den Rücken schmeißen. Und ach, ja. Der hat knete so viel, mich einfach durch. Der hat so viel Liebe zu geben. Ja. Und also das ist ein Exzessschmuser. Ist er. Ne? Genau. Der ruht so in sich selbst. Genau. Solange ich schmeiß mich jetzt, wie soll ich mich andersrum? Und dann lege ich mich nochmal so hin, Hauptsache du knetest mich durch. Der Patrick. Ja, genau. Und auch die Pamina, die ist auch so eine kleine Kuschelmaus. Auch sie ist anhänglich und süß und lieb. Ja, die braucht so ein bisschen so, ne? Ist halt ein Mädchen, ne? Die ist nicht so gleich nicht so gleich so hingebungsvoll. Ja. Aber wenn dann der Funke überspringt, dann ist das auch eine ganz bezaubernde. Ne? Die Lori braucht so ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Mhm. In Verbindung mit Leckerlis klappte das dann auch ganz gut. Ja, ja, die ziert sich so ein bisschen erst. Anfangs ziert sie sich so ein bisschen, genau. Aber die ist halt wirklich sehr lustig und auch verspielt und albern. Das ist echt lustig. Das ist überhaupt ein tolles Trio. Das ist halt was für Liebhaber, das muss man einfach sagen. Mhm. Exotic Longhair, ja. Da darf man einfach nicht vergessen, dass die Fellpflege auch reichlich Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Und dass man danach unter Umständen genauso aussieht wie die Katzen. Ja. Das ist halt viel, viel Fell und Jahrenheit. Das ist nun mal so. Genau, ja. Und die verfilzen halt auch schnell. Das heißt, ja, da muss man wirklich täglich ran. Und auch durch diese zurückgesetzte Nase und die Augen muss man auch da immer das Gesicht sauber machen, die Tränenkanäle, ne? Dass das halt schön sauber ist. Also das ist schon aufwendig in der Pflege, aber ich glaube halt Langhaarfans und die kommen da wirklich auf ihre Kosten, weil die Katzen mögen es ja auch und sie lassen es sich gefallen. Ja. Ne? Aber es ist halt wichtig, ganz wichtig, dass wenn ich mir Patrick, Pamina und Lori nach Hause hole, dann weiß ich, mit 3 und 4 Jahren, die leben also noch sehr lange bei euch, dass die Fellpflege wirklich oder auch die Augenpflege ganz, ganz wichtig ist. Genau. Ja. Aber dafür kriegt man auch ganz bezaubernde Mäuse. Das haben die Zuschauer schon gesehen, als ich die durchgeknetet habe. So, das waren die letzten für diesen Monat. Patrick, Pamina und Lori. Wir verabschieden uns von euch. Das war's für diesen Monat. Ich finde, es waren tolle Katzen diesen Monat. Vielleicht war ja das Richtige für euch dabei. Wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.